Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wissen Sie, Herr Borschke, zum ersten Mal hat Ihre Fraktion tatsächlich einen Antrag vorgelegt, dem man zumindest in einigen Teilen zustimmen könnte oder dem man folgen könnte, wenn wir das nicht schon machen würden, was Sie reingeschrieben haben. Und dann haben Sie innerhalb der ersten Minute geschafft, mit Ihrer Art und Weise hier vorzutragen, sowohl in der Intonation, in der Rasantheit als auch inhaltlich, diesen seriösen Eindruck, den Sie mit dem Antrag eigentlich erwecken, schon wieder völlig vom Tisch zu wischen. Also Chapeau, das ist echt eine Glanzleistung gewesen. Wirklich, wirklich kurios. Ich möchte mich ganz gern auf einige Punkte beziehen, Herr Borschke, die in Ihrem Antrag stehen, aber die Sie hier auch angeführt haben. Sie haben beispielsweise angefangen, dass Sie zu Recht gesagt haben, dass die Haltung von Weidetieren sich eben sehr positiv auswirkt auf Insektenbestände. Das stimmt. Gleichermaßen haben Sie aber beispielsweise das Tierwohllabel kritisiert. Und wenn wir also mehr Tierwohl wollen, wenn wir mehr Tiere wieder auf die Weide bringen wollen, wieder in Außenausläufe mit Mistarbeiten und so weiter und so fort, dann ist das doch in Ihrem Sinne eigentlich gut. Warum schießen Sie denn dann dagegen, dass wir das wollen? Verstehe ich völlig überhaupt nicht. Vom Insektenschutzprogramm, was angekündigt war vor anderthalb Jahren, ist ja im Grunde genommen für die Landwirtschaft auch gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Die Umweltschützer sind mega, mega mäßig sauer darüber. Verständlich, aus deren Sicht natürlich. Und unsere Landwirtschaftsbetriebe sind natürlich erleichtert, dass dieses zähe Ringen dazu geführt hat, dass man eben zu deutlich weniger jetzt greifenden Einschränkungen im landwirtschaftlichen Bereich kommt und sich eben auch den anderen Bereichen widmet, nämlich zu großen Teilen der Lichtverschmutzung. Das ist eigentlich der Kernbereich, der jetzt überhaupt noch in der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes drin ist, der Bereich Lichtverschmutzung, Herr Borschke. Also sich hier hinzustellen, sowohl Sie als auch Holger Klive, und so zu tun, als würde immer nur die Landwirtschaft im Fokus stehen, das ist völliger Unsinn. Es ist doch davon gar nichts mehr übrig. Schauen Sie bitte in die Papiere und dann werden Sie sehen, dass es im Grunde genommen um Lichtverschmutzung geht, dass es darum geht, Pflanzenschutzmittel in privater Hand eben nicht mehr zuzulassen, dass eben nicht jemand in seinem Kleingarten oder eben auch auf öffentlichen Geländen wie verrückt rumdosieren kann, weil er eben nicht kontrollierbar ist wie ein Landwirtschaftsbetrieb. Holger, du weißt doch, wie exakt unsere Landwirtschaftsbetriebe arbeiten und arbeiten müssen, wie es mit Nachweisen ist. In diese Hände gehört Pflanzenschutz, aber nicht in Privatpersonen. Und das ist jetzt endlich mal geregelt. Das ist doch wunderbar. Ich verstehe gar nicht, warum immer diese Engstirnigkeit auf die Sachen, die vielleicht noch nicht bombastisch laufen, herrscht. Also es sind doch wirklich viele gute Punkte drin und es sind doch auch so viele Punkte rausgelassen, die uns natürlich als Agrarpolitikerin oder Agrarpolitiker Bauchschmerzen bereitet haben. Das ist doch alles rausgeflogen. Das kann man doch an der Stelle auch mal im Sinne der Agrarpolitik anerkennen. Und trotzdem muss man sagen, dass wir trotzdem in dem Bereich eine ganze Reihe von Hausaufgaben noch zu machen haben. Es ist ja nicht so, nur weil das rausgeflogen ist, dass die Thematik vom Tisch ist. Sondern das Thema Insektenschutz, das Thema Rückgang von Insekten ist doch trotzdem noch an der Tagesordnung. Und wir müssen doch schauen, wie wir gemeinsam mit den Landwirtschaftsbetrieben auf den Weg kommen, dass wir da wieder einen besseren Status haben. Und wir haben die Forschungsprojekte, Herr Borschke. Wir haben Forschungsprojekte in der Nossentiner Schwinzer Heide. Wir haben Forschungsprojekte im Biosphärenreservat Schalsee. Wir haben im Landesforst Forschungsprojekte zu Insekten. Also es gibt eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, die in Mecklenburg-Vorpommern laufen. Und es gibt jetzt auch bundesweit ein Monitoringzentrum, angegliedert ans Bundesamt für Naturschutz, was eben genau diese Daten dann bundesweit bündeln soll, digitalisieren soll, verfügbar machen soll und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich in den letzten Jahren eine ganz große Entwicklung in diesem Bereich gewesen. Und ich verstehe einfach nicht, wie man da so engstirnig das alles ausblenden kann. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Wenn wir schauen, was kann denn auch Landwirtschaft auch heute tun, um Insekten, Lebensräume sozusagen zu befördern, dann sind das auch Heckenstrukturen, das sind Säume, das sind Agroforstsysteme, die eben Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Und wenn man dann eben dadurch auch, durch ein erhöhtes Nahrungsaufkommen für Singvögel beispielsweise, hat man ja auch wieder mehr Nützlinge auf den Flächen.
Wir brauchen gar kein Glyphosat auf der Fläche, wenn es um biologische Vielfalt geht. Man kann den Acker auch ganz anders monoton halten. Also Sie glauben doch nicht, dass auf einem Weizenschlag oder auf einem Gerstenschlag von meinetwegen 60 Hektar, dass man da Glyphosat braucht, um alles, was sozusagen an Beikräutern da wäre, kaputt zu machen. Unser Ziel muss doch sein, dass wir wieder mehr Struktur reinbekommen, dass wir wieder auch ein paar mehr Beikräuter wenigstens in den Randbereichen haben, dass wir überhaupt Nahrungsgrundlage auch für Insekten, aber auch für Singvögel, für Nager, für andere Formen von Niederwild überhaupt schaffen. Und natürlich heißt das, auch ein Stück zurückzugehen in eine Agrarlandschaft, wie sie seit über 50 Jahren aufgeräumt wurde. Ich glaube, Herr Krüger hat hier mehrfach in Debatten in den vergangenen Jahren von den über 3000 Kilometer Hecken, die im Zuge der Kollektivierung verschwunden sind, erzählt. Natürlich sind das fehlende Landschaftselemente. Und wenn man sich den Süden Deutschlands anguckt, wo nach wie vor mit Säumen gearbeitet wird, mit Streifen zwischen den Äckern, die haben viel weniger Druck, was zum Beispiel Blattläuse auf den Flächen angeht. Die haben viel weniger Druck, was generell Schadinsekten auf den Flächen angeht, weil sie aber auch viel, viel mehr Raum für Nützlinge links und rechts der Ackerflächen haben. Und von daher kann ich nicht verstehen, warum hier so polemisch an der einen oder anderen Stelle agiert wird, warum auch Holger Kliewe sich hinstellt und sagt, naja, man muss auch gucken, was ist mit Windkraft, was ist mit Lichtverschmutzung. Herr Borschke, Sie haben gesagt, was ist mit den Steingärten, haben von den Linksgrünen, versifft haben Sie heute mal nicht gesagt, aber von den Linksgrünen, Großstadt, Veganismus gesprochen. Ja, natürlich sind das Bereiche, die man sich anguckt. Und das hat man aber mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes jetzt getan, die im Bundeskabinett beschlossen wurde. Genau das hat man doch getan. Und Sie wollen doch hier nicht ernsthaft behaupten, dass die Landwirtschaft, wo jeder jeden Tag draußen in der Natur wirtschaftet, dass dieser Wirtschaftszweig nicht einen erheblichen Einfluss hat auf das, was draußen passiert. Das wollen Sie doch nicht ehrlich hier mit Ihren nebenbei Aussagen irgendwie torpedieren. Das könnte ich zumindest nicht verstehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir im Zuge dieser Diskussion um die FFH-Gebiete, da geht es ja dann um die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, dass wir das tun, was der Minister auch schon angekündigt hat, dass wir eben eine Art runden Stammtisch haben oder runden Tisch, der sich mit integriertem Pflanzenbau beschäftigt, um eben zu gucken, mit welchen Maßnahmen können wir denn das Ziel, was ja europäisch klar gefasst ist und Holger, wo es auch Mehrheiten im Bund dafür gibt, nämlich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren, durch gute Wirkstoffe natürlich, aber auch durch technische Möglichkeiten, durch weniger Abdrift, durch gezieltere Einsatzfelder sozusagen, nur dort, wo tatsächlich irgendwo im Bestand ein Beikraut oder eben auch der entsprechende Befall mit Schadinsekten ist, einzusteigen. Das werden wir technisch in den nächsten Jahren erreichen. Und deswegen müssen wir auch, und das werden wir auch mit diesem Stammtisch zum integrierten Pflanzenbau gucken, mit welchen ganzen Maßnahmen können wir denn ohne ein komplettes Verbot beziehungsweise mit deutlich weniger Einsatz einen ähnlichen oder gleichwertigen Effekt auf den Flächen erschaffen. Wie können wir denn mit Vertragsnaturschutz in den FFH-Gebieten vorankommen? Aber wie wirkt sich beispielsweise auch aus, wenn man in FFH-Gebieten wieder neue Strukturen schafft? Im Moment haben wir das Problem, dass die unteren Naturschutzbehörden sich teilweise gegen Neuanpflanzung von Hecken oder von Agroforstsystemen stellen in FFH-Gebieten, weil sie sagen, okay, wir brauchen große Flächen, wo die Zugvögel anfliegen, wo sie rasten können und die würden unterbrochen werden. Aber das können wir doch austesten. Wir können doch auf einigen Teilen von Flächen probieren, wie ist denn der Effekt auf die Zugvögel? Kriegen wir denn nicht gleichzeitig Zugvögel gehalten und Insekten geschützt? Also da müssen wir doch einfach mit Modellregionen, mit Modellprojekten in Mecklenburg-Vorpommern, gefördert auch vom Bund, jetzt wirklich mal einen Schritt positiv nach vorne gehen. Und wir haben Landwirte, die da mitmachen wollen. Wir haben eine ganze Reihe von Landwirtschaftsbetrieben, die mitmachen wollen, die sicher sind, dass das, was eben in einigen Teilen immer noch praktiziert wird, nicht der Weg in die Zukunft ist. Und ich bin mir sicher, diese Landwirtschaftsbetriebe werden mehr werden. Und mit denen müssen wir einfach gemeinsam diesen Weg einschlagen. Müssen wir schauen, welche finanzielle Unterstützung ist, welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen geändert werden, welche Programme müssen aufgelegt werden. Und wir müssen schauen im Bereich der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, okay, welche sind denn die zum einen zwar gut angenommen wurden durch die Landwirtschaftsbetriebe,
aber welches sind auch die, die einen tatsächlichen, wirklich großartigen ökologischen Mehrwert bringen? Da müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen und im Land schauen, okay, welche Programme wollen wir denn in Zukunft noch behalten? Aber das wird ja gemacht. Also diese ganze Diskussion hier heute, ich finde es wirklich schade, weil man hätte aus diesem Thema wirklich nach vorne gewandt, zukunftsorientiert hier wirklich debattieren können. Aber diese Polemik, die sich hier sozusagen anhand ihrer Punkte abgezeichnet hat, die die AfD-Fraktion aufgeworfen hat, die finde ich wirklich erschauderlich. Und deswegen kann ich es nur noch mal sagen, die meisten von den Punkten, die hier aufgegriffen sind, da sind wir längst seit Jahren dran. Und Herr Kliwe, Sie haben gesagt, dass Sie in so vielen Runden auf Bundesebene dabei waren, als es um die Diskussion um das um die Änderung im Bundesnaturschutzgesetz ging. Aber schlussendlich waren Sie vor der Bauerndemo, die im letzten Monat war, sind Sie mit fast den gleichen Argumenten losgelaufen wie die Demonstrierenden, obwohl Sie es ja eigentlich hätten besser wissen müssen, welcher Stand sich in den letzten anderthalb Jahren verändert hat. Und auch eben hat sich wieder gezeigt, dass Sie irgendwie mit drei verschiedenen Funktionen hier vorne stehen. Sie sprechen natürlich als Landwirt, was sind Sie selber, keine Frage, das kann ich verstehen. Dann irgendwie auch als Verbandsvertreter mit der zum Teil üblichen Polemik. Aber Ihre Aufgabe ist eigentlich, als Politiker hier vorne zu sprechen und doch zu gucken, wie können wir unsere Gesellschaft, unsere Landwirtschaft, unsere Umwelt nach vorne entwickeln. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass das hier an die Tagesordnung kommt. Vielen Dank.